Im aktuellen Smokersnuss TV-Talk habe ich heute Lukas Gabriel mal wieder zu Besuch. Zu Besuch heißt, bisher waren wir beide immer mehr unterwegs und haben viele Dinge zusammen in der Öffentlichkeit getan. Alles rund um den Premium Brandy Jerez Cardenal Mendoza Classico. Da habt ihr in den vergangenen Wochen auch ein bisschen was gemacht. Doch ich möchte jetzt einfach mal wissen, die Zeit zwischen unseren letzten Gesprächen ist schon ein bisschen länger her. Was gibt es denn Neues aus Spanien und natürlich aus Wiesbaden? Ja, erstmal auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass wir uns auf diesem Wege mal wieder sehen und sprechen können. Wie du schon gesagt hast, liegen die Events, die Zigarren-Events, die wir alle so sehr lieben, die wir alle so sehr genießen, dann doch einige Monate hinter uns. Und ja, das letzte Jahr war, glaube ich, für euch, für uns, für auch alle Zuschauer, ja, etwas ganz Besonderes in vielerlei Hinsicht. Und sowohl in Spanien bei dem Markeneigner Sanchez Lomate, dem die Marke Cardenal Mendoza gehört, als auch hier uns in Wiesbaden, Henke Fleschnet. Wir sind ja der Exklusivimporteur von Cardenal Mendoza seit vielen Jahrzehnten. War natürlich das Pandemiejahr wirklich ein Ausnahmezustand. Gerade eventseitig, Dinge, die wir gerne und mit voller ja, Inbrunst und Herzblut immer wieder begleiten, die waren und sind nach wie vor ausgesetzt. Aber ich glaube, jeder merkt, dass trotz dieser vielen Einschränkungen man versucht, das Beste aus der ganzen Situation zu machen und haben deswegen auch in vielerlei Hinsicht versucht, auf digitalen Events und im digitalen Bereich eben dann noch stärker zu positionieren, um einfach ja die Genussraucher, die Genusstrinker, wo immer sie auch gerade sitzen, eben zu erreichen. Kommen wir zum aktuellen Highlight. Der Cardenal wurde gehübscht, zumindest äußerlich. Innerlich natürlich eine Klasse, die man kennt. Was will man mit der Relaunch erreichen? Neue Zielgruppen? Ja, also der Relaunch generell muss man, glaube ich, sagen, bei einer Marke wie Cardenal Mendoza, die natürlich sehr tradiert ist und sehr von ihrer Tradition lebt, ist es immer ein sehr schmaler Grat, wirklich das Design zu ändern oder generell am Produkt zumindest optisch etwas zu ändern. Und es ist tatsächlich so, dass ja ein Design-Relaunch bei Cardenal Mendoza Classico im Durchschnitt alle 25, 30 Jahre nur passiert. Also wenn es gemacht wird, wirklich sehr behutsam. Die Ausstattung, wie sie jetzt seit vielen Jahren auch bekannt ist, gibt es seit Mitte der 90er. Und jetzt war einfach die Idee der Markeneigner, aber natürlich auch ganz in enger Abstimmung mit uns, ja, die Marke so ein Stück weit optisch mehr in das Hier und Jetzt zu holen, ohne dabei, ja, die Wurzeln und dann auch die Qualität zu verlieren. Du hast schon gesagt, der Inhalt ist top und das ist auch ganz wichtig. An dem Inhalt hat sich nichts verändert. Also es ist nach wie vor ein 15 Jahre durchschnittlich fassgelagerter Brandy de Jerez. Aber mit der Ausstattung, die wir ja auch im neuen Gewinnspiel bei euch eben präsentieren, wollen wir einfach versuchen, ja, die Genussraucher, die Genusstrinker, die jetzt auch heranwachsen, ein Stück weit optisch mehr abzuholen. Wir haben traditionelle Elemente wie das Wachssiegel am Flaschenhals beibehalten, was auch davor ein wichtiger Bestandteil der Ausstattung war, haben aber das Ganze einfach etwas moderner gemacht, die Flasche etwas mehr wie ein Fass aussehen lassen, das Etikett etwas aufgeräumt, um auch wirklich dann neue Verwender zu gewinnen, aber die Alten eben auf keinen Fall verlieren oder vergrauen zu wollen. Über die Qualitäten, das Brandy ist, habe ich schon oft gesprochen. Wir haben sogar Aficionados darüber sprechen lassen in unseren gemeinsamen Events. Über den C-Faktor haben wir auch schon oft gesprochen. Aber ich denke, es wäre mal an der Zeit, den C-Faktor nochmal neu zu erklären, definieren. Was versteht ihr unter dem C-Faktor? Ja, sehr gerne. Also der C-Faktor. Das war ungefähr 2018, als wir uns wirklich mit dem Markeneigner in Jerez in der Bodega zusammengesetzt haben und eben ein Produkt hatten, was qualitativ, glaube ich, unbestritten sehr, sehr gut ist, was auch seit 1887 am Markt ist. Und haben aber für uns die Entscheidung getroffen, dass wir noch mehr diesem Produkt oder der ganzen Genusswelt ja, zugute tun wollen. Wir haben uns deswegen überlegt, wie man denn eine solche Genusswelt aufmachen kann und haben dann ja den sogenannten C-Factor definiert. Das C natürlich zum einen aus dem Markennamen Cardenal Mendoza kommt und aber eben auch das C als Buchstabe für verschiedene Genusskombinationen. Aus dem Englischen kommen eben Cigars, Chocolate, Cocktails, Coffee, also all die vielen Genussbereiche, die es gibt, die man aber eben auch wunderbar mit Cardenal Mendoza unter dem Deckmantel C-Sektor dann verbinden kann. Der C-Faktor steht auch mit der neuen Optik im Mittelpunkt unseres aktuellen Smokers Blends Gewinnspiels.
Was gibt es zu gewinnen? Du weißt das am besten wahrscheinlich zu dokumentieren. Und wann ist der Ansendeschluss? Genau, also zu gewinnen gibt es etwas, was genau auf diesen C-Factor eingeht, denn wir haben dann im vorletzten Jahr 2019 schon angefangen, eben nicht nur diesen Genusswelt, diesen Genussfaktor zu definieren, sondern ganz gezielt dann auch mit Partnern aus der Zigarrenbranche, aus der Schokoladenbranche, wirklich Pairings zu entwickeln. Und das aktuelle Gewinnspiel, da gibt es eben fünfmal die neue Ausstattung, den neuen Cardinal Mendoza Classico im neuen Gewand zu gewinnen und zu jeder Flasche eine der eigens zusammengestellten, abgestimmten Zigarren. Wir haben in 2019 mit der Zigarrenmanufaktur Mercedes-Reyes aus Frankfurt eigene Tabakblends zusammengestellt. Und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut sieht, aber ja, wirklich eigene Zigarren entwickelt mit dem Tabaksommelier, wo wir dann eben ausgehend von einem gemeinsamen Event Produkte natürlich auch vor Ort gelassen haben, dann wirklich anhand des Brandys der perfekte Blend für die Zigarre entwickelt wurde und wir dann jetzt mit eigener Banderole eben diesen C-Faktor auch über das Gewinnspiel natürlich ja, den Leserinnen und Lesern oder Zuschauern präsentieren wollen. Und genau, Einsenderschluss, das Ganze läuft jetzt ab dieser Woche und die Zuschauer haben über das Osterwochenende Zeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sich mit der Marke auseinanderzusetzen und dann eben bis zum 6.4., also bis Dienstag nach Ostern, das Ganze einzureichen, um hoffentlich einer von fünf Glücklichen zu werden. Wunderschönes Thema, haben wir, glaube ich, zusammen richtig rund gemacht. Jetzt nochmal zum Schluss. Wir hoffen natürlich, dass wir in Bälde auch mal wieder in die Öffentlichkeit dürfen, dass wir den C-Faktor auch vor Ort vorstellen können. Handel und Clubs warten eigentlich darauf, dass der Kardinal mal wieder unterwegs ist, dass der Lukas mit dem Kardinal und vielleicht auch mit dem KPW mal wieder im Handel auftritt. Es ist wichtig, diese Kombination zum Endverbraucher, zum Konsumenten auch zu pflegen. Das war ja auch eine Geschichte, wo wir gesagt haben, das ist ganz wichtig, wenn wir in den Markt mit diesem Produkt unterstützend eintreten. Ja, aber auch bei uns in der Redaktion landen viele Fragen, wann kommt denn der Kardinal mal wieder? Aber das kann auch Lukas zurzeit nicht sagen, oder? Ja, ich glaube, genau wie dir sind auch mir die Hände ein Stück weit gebunden, klare Aussagen treffen zu können, beziehungsweise es wäre ja sehr in die Glaskugel schauend. Wir müssen uns natürlich und auch verständlicherweise an die Gegebenheiten und Regularien halten. Aber wie du schon sagtest, ist es ein ganz wesentlicher Bestandteil wirklich bei Zigarren-Pairings, bei gemeinsamen Abenden in Zigarren-Lounges wirklich über das Produkt zu sprechen natürlich, aber vor allem gemeinsam diesen Genussmoment und diese Verkostung zu erleben, weil natürlich leben wir oder arbeite ich jetzt in einer Marketing- oder werblichen Welt, in der es mein Job ist, den Menschen das nahe zu bringen, was man sicherlich gut auch digital oder medial machen kann. Aber der persönliche Kontakt und dann wirklich in den Gesichtern der Leute schon zu sehen, kommt das Produkt an und im direkten Gespräch dann auch sich über Themen wie Fasslagerung, der Sherry, der zuvor in den Brandyfässern lagert, etc. auszutauschen und einfach gemeinsam diesen C-Factor zu erleben, ist für die Marke, für uns persönlich und ich glaube auch für den Konsumenten etwas, was ganz Wichtiges und Besonderes. Dann würde ich sagen, wir müssen abwarten. Wir werden natürlich Gewehr bei Fuß stehen, wie es so schön heißt. Und dann werden wir gemeinsam wieder uns die Bälle zuspielen und ja, zumindest ein bisschen den Strafraum gemeinsam vordrücken. Ne? Du bist ja auch Fußballer, wie ich weiß. Und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder Erfolge erzielen. Ich freue mich darauf, dass wir überhaupt mal wieder darüber sprechen konnten. Das ist ja so, dass vieles einfach über Texte rübergebracht werden kann, aber der Hintergrund und die Möglichkeiten, die sich der Markt erarbeitet und wie auch der Markt, das heißt die Hersteller am Markt bleiben, das ist ja wichtig, dass man das auch transportiert. Insofern kann ich nur sagen, das war richtig gut. Ich bedanke mich dafür und ich hoffe, dass unsere Fachhändler und auch die Aficionados sich freuen, dass der Kardinal in dieser Form mal wieder in der Öffentlichkeit ist und wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Zeit. Ganz liebe Grüße zu dir und natürlich auch zu allen zu Hause. Ich hoffe, wir sehen uns bald.